Anatomie beschäftigt sich damit, wie Körper aufgebaut sind. Also gehört es für alle im Medizinstudium dazu. Normalerweise lernt man das aus Büchern oder mit Modellen. In Heidelberg geht es auch digital, mit virtuellen Leichen am Anatomarstisch. An diesem Tisch können Organe und Gewebe auf dem Bildschirm betrachtet und geschnitten werden. Ergänzend zum Präparieren an echten Leichen. Dafür werden die Körperspenden vor dem Präparieren per CT gescannt und digital auf den Tisch übertragen. Diese Seziertische sind im Prinzip lebend groß und sind analog eben zum Sezierkurs gedacht. Und da kann man sich dann die CT-Datensätze anschauen, kann schauen, was gibt es für Unterschiede im CT-Datensatz zum Körperspende. Und ich finde das einfach eine super Ergänzung. Ab dem ersten Semester Medizin finden parallel zum Präparierkurs Tutorien am Anatomar statt. An dem Tisch kann man zum Beispiel einzelne Organe vergrößern. So erkennt man viele Details. Außerdem lassen sich alle Schnitte auch ganz einfach wieder rückgängig machen. Deshalb finden viele Studierende die zusätzlichen Tutorien richtig gut. Diesen Datensatz, den können wir am Anatomarstisch bearbeiten, betrachten und können halt die ganzen Strukturen uns nochmal anschauen am Tisch einfach. Und das ist einfach meiner Meinung nach eine ganz, ganz sinnvolle Ergänzung zu dem normalen Präparieren, weil man halt auch die Sachen sehen kann, die jetzt in real schon weggepreppt worden sind. Der Tisch wird nicht nur für Tutorien verwendet, sondern ist in der Unibibliothek für alle Studierenden frei zugänglich. Wer will, kann also neben dem Lernen mit Büchern auch noch Organe virtuell betrachten. Aber wird dieses zusätzliche Angebot von den Studierenden auch angenommen? Der Plan, dass die Studierenden das wirklich zum Lernen benutzen, das hat noch nicht so funktioniert, liegt aber wohl auch daran, weil man von der Schule noch gewohnt ist, in Bücher zu gucken. Also dieser Transfer, dass das auch virtuell geht, der ist einfach noch nicht so da, wie wir es uns auch vorgestellt haben. Offenbar bevorzugen viele Studierende doch noch Bücher. Das virtuelle Lernen am Anatomarsch scheint außerhalb der Tutorien noch nicht so ganz zu überzeugen. Trotzdem wünschen sich auch andere Universitäten in Deutschland einen solchen Tisch. Immerhin lernt man durch den Anatomarsch den menschlichen Körper noch einmal anders kennen.